Servus und Hallo beim Mord an der Dope Show. Heute geht es mehr um Berlin und um die Parteien, die Berlin regieren und die unterschiedliche Ansichten haben zu Cannabis, wobei die Regierenden Cannabis legalisieren möchten. Das ist die SPD, die Linkspartei, also die Linke und die Grünen. Nicht die Bundesgrünen, sondern die Grünen von der Landesregierung in Berlin. Bei der Linken ist natürlich genauso und der SPD auch. Jetzt ist es so, dass wir auch in der Opposition natürlich die CDU sitzen haben. Und da hat ja der Herr Henkel schon so rühmlich versagt mit seiner Nulltoleranzzone. Und jetzt haben wir wieder einen von der CDU, der das schon wieder fordert. Nulltoleranzzone für den Görlitzer Park als Lösung für sein etwas Verbotenes noch mehr zu verbieten, ist halt in meinen Augen sinnlos. Und jetzt habe ich hier einen Ausschnitt von einem Berliner Kanal, der auf YouTube kurz bevor die Regierung gebildet worden ist, ging sie an verschiedene Koalitionen, hat der halt seinen Senf abgegeben und seine Warnung, was er halt sagt, hört es euch einfach mal an. Ja. Schulpflichtige Kinder auf einem Berliner Gymnasium, Drogen spielen dort eine Rolle, nicht unbedingt in der Schule, aber im unmittelbaren Umfeld der Schule. Und ich habe sehr viele lange Gespräche mit meinen Kindern führen müssen, um mich davon zu überzeugen, dass das für sie ein No-Go ist, dass das nicht in Frage kommt, was mich beruhigt, aber mich beunruhigt ist, weil bei vielen anderen Schülern das nicht so ist. Das heißt, Sie meinen, hier müssen Schulen noch mehr tun? Ja, ich würde es mir wünschen, wenn auch die Schulen ihren Beitrag leisten, um Jugendlichen die Risiken von Drogenkonsum aufzuzeigen. Wir haben leider eine Debatte in der Stadt, die von Verharmlosung geprägt ist, insbesondere beim Cannabiskonsum. Es wird ja so getan, als wäre das nichts anderes, wenn man eine gute Pizza isst und dann fühlt man sich ganz wohl und das war's dann. Die Wahrheit ist aber, dass der regelmäßige Konsum von Cannabis zu Bewusstseinsstörungen, zu schweren Erkrankungen, Unkonzentriertheit und Müdigkeit führt und das führt auch zu Gefahren im Straßenverkehr und anderswo. Und es kann doch nicht unser Wunsch und unser Ziel sein, dass wir unsere Jugendlichen diesen Drogen überlassen durch diese Verharmlosung. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Kann es auch daran liegen, dass wir hier ein bisschen auch in einem Spannungsfeld arbeiten? Denn es gibt ja durchaus auch Eltern, die gerade aus dieser Generation kommen, wo eben auch gekifft wurde und die diese Gefahren vielleicht auch gar nicht so sehen und so kommunizieren. Wir haben auf der anderen Seite Schulen, die Sorge haben, wenn sie offensiv an das Thema rangehen, dass sie das Stigma als Kiffer- und Drogenschule bekommen und deswegen auch lieber die Füße stillhalten. Ja, da ist schon was Wahres dran. Auch Eltern haben eine Verantwortung. Und sie können sicherlich ihren Kindern auch nicht alles vorschreiben und Kinder sind ja auch geneigt oder Jugendliche Dinge auszuprobieren. Aber wenn man mit den Jugendlichen umgeht auf Augenhöhe, das heißt ihnen nicht befiehlt, etwas nicht zu tun, sondern mit ihnen argumentiert und Verständnis erweckt, wenn man ihnen die Fakten nennt, wenn man ihnen die Risiken aufzeigt, wenn man ihnen mal Bilder zeigt von Drogentoten oder von denjenigen, die sich in Behandlung befinden und die Kinder dann fragt, wollt ihr so enden? Ich glaube, dass das bei sehr vielen Jugendlichen zum Nachdenken führt, selbst wenn sie mal eine Probe nehmen wollten und das unbedingt machen wollten, um einfach festzustellen, dass das ein Dreckszeug ist, das einfach nicht konsumiert gehört. So, jetzt muss ich mal was dazu sagen. Als ich ein kleines Kind war, in den 70er Jahren, hat man in der Bild-Zeitung und TZ, also das ist sowas wie die Art, eine Tageszeitung halt einfach in München, da hat man Drogentote abgebildet. Menschen, die Überdosis hatten, wurden da fotografiert, die Tatortfotos von der Polizei, und die hat man veröffentlicht, um eben Menschen abzuschrecken. Es gibt heute noch Junkies. Herr Träger, Herr Burkhardt-Träger von der CDU Berlin, das bringt überhaupt gar nichts, irgendjemand solche abschreckenden Bilder zu zeigen. Verstehen Sie? Das Einzige, was Sie bewirken mit Ihren ich zeige Ihnen das Schlimmste, was passieren kann, und dann werden Sie es schon nicht tun, auch wenn Sie es nur einmal probieren. Doch,
Genau, wissen Sie, was dann passiert beim ersten Mal probieren und dann ist es ein schönes Gefühl und es gefällt einem und dann hat man das im Hinterkopf. Man glaubt ihnen kein Wort mehr. Wenn sie nicht die Wahrheit sagen, wenn sie so einen Blödsinn sagen, weil es gehört halt nicht konsumiert, das reicht doch nicht aus. Und auch ihre Kinder, ich schwöre es ihnen, irgendwas werden sie irgendwann einmal konsumieren. Und wenn es bloß Alkohol ist, dann werden sie merken, das, was der Papa gesagt hat, das ist doch nicht so ganz richtig. Und dann kann es ihnen passieren, dass sie an der Nadel hängen irgendwann einmal, weil sie halt nichts mehr glauben. Natürlich ist ein Teil davon wahr. Selbstverständlich gibt es Menschen, die harte Drogen nehmen und abhängig sind. Und es gibt jede Menge Drogentote, viel zu viele. Aber wenn man wirklich dahinter schaut, was bei diesen Menschen, warum, wieso, da gibt es so viele Gründe. Und ich schwöre es Ihnen, ein ganz großer Grund ist die Repression. Es hat mich zweimal aus der Therapie gerissen. Zweimal rückfällig wegen dieser blöden Repression, weil Richter mich nicht gehen lassen wollten. Nein, die wollten mich unbedingt bestrafen, aber das hat mich immer wieder reingeritten. Verstehen Sie, ich wollte aufhören, was passiert? Die Polizei, der Repressionsapparat. Ich entscheide mich, ich möchte aufhören, was passiert? Schon wieder Polizei, Repressionsapparat. Das war nicht in Berlin, das war in Bayern, das ist schon lange her. Aber genau das, was Sie fordern und genau das, diese Methoden, die Sie anwenden, wenn die eigenen Kinder Drogentote zeigen, geht's noch? Wo haben Sie die Fotos überhaupt her? Ja? Die gibt's nicht einfach so wie Sand am Meer. Wieso haben Sie solche Fotos und wieso können Sie das Ihre Kinder zeigen? Und ich schwöre es Ihnen, wenn die mal einen Joint rauchen und merken, hey, da wird man nicht sofort zu einem Junkie. Dann haben sie verloren, da sind alle anderen Warnungen auch, vielleicht sind ein paar richtige dabei, aber die sind dann alle wie weggeblasen. Als ich in München gelebt habe noch, ja, da kannte ich einen Sohn von einem bayerischen Politiker, ich möchte seinen Namen nicht sagen, weil ich möchte niemanden schaden. Den habe ich kennengelernt in Friedberg auf Therapie in Hessen. Und dann habe ich ihn wieder getroffen in München auf der Szene, wieder drauf, heroinabhängig. Manche machen das einfach nur, weil sie ihren perfekten Vater, der so viel Druck ausübt, um dem eins auszuwischen. Und wüsste schauen, sind sie abhängig von dem Mistzeug. Sie hätten gerne ein bisschen Liebe gehabt von dem Papa. Kommt dann, weißt, weil der Papa ist ja nie da. Statt so einem blöden Gespräch, verstehst du? Ich schwöre es Ihnen. Ihre Drogenbeauftragte von ihrer Schwesterpartei, von der CSU, von der staatlichen Regierung, die sind auf dem richtigen Weg. Die haben die Zeichen der Zeit erkannt und die haben auch gemerkt, dass Repression nicht der richtige Weg ist. Und ihr rückwärtsgewandter Denkweise, sie sind ja noch in den 70er oder 80er Jahren mit ihrem Drogendenken, also das geht gar nicht. Sie müssten sich einmal ein bisschen aktualisieren. Ja. Weil so wird die Hauptstadt-CDU niemals mehr mitregieren dürfen. Weil es so ein Blödsinn ist, was sie erzählen, dass alles zu spät ist. Wenn man das nicht dann auf die anderen Themen umschlägt, dann glaubt ja nichts mehr. Weil wirklich, das ist so unlogisch, was sie da von sich geben. Es tut mir wirklich leid, dass ich das so hart sage. Ja. Aber die CDU in Berlin ist nicht wählbar. AfD sowieso nicht. Aber CDU auch nicht. Peace out.